Schaut mal, ich mag euch da in Schlangenknütterich genauer zeigen. Und bevor ich das mache, schaut mal, was ich wieder besitze. Ein Spattel. Eine Abonnentin von mir, die geschätzte liebe Sonja, hat mein Leid mit meiner Schafe gesehen, weil ich habe ja meinen dritten Spattel verloren gehabt. Und ja, dann wollte ich keinen mehr kaufen und habe mir Schafe gekauft und die war ein Schaß und jetzt habe ich ein Spattel geschenkt gekriegt. Juhu, also danke für die Spattel. Also die Spattel bzw. die Sonja ist der Held des Tages. Ich habe auch gleich probiert. Da habe ich jetzt schon abbissen, aber man kann es eh nicht essen, ich sage es euch gleich. Der Schlangenknöterich hat seinen Namen, weil die Wurzel, die steckt so drinnen, das Rhizom, und dann kriecht es einen da um und die habe ich einfach abgerissen. Aber ich will jetzt nicht nochmal was ausgraben, somit lasse ich das einfach mit dem Wurzelvideo, dass ich da einfach keine perfekte Wurzel habe. Was wir gleich einmal wissen ist, okay, wenn was so eine Wurzel hat, dann wird es, und es ist da auch der Fall, eine ausdauernde Pflanze sein. Also der Schlangenknöterich ist mehrjährig, der kann immer wieder kommen, weil in der Wurzel speichert er einfach Energie. Die Wurzel selbst, ich meine, sie wird wahrscheinlich nicht giftig sein, aber ich hätte es probiert, also ich kann es nicht essen und ich kann so ziemlich alles essen. Ihr seht diese tollen Blätter, ja, gucke. Blattoberseite, Blattunterseite, Blattunterseite wesentlich heller wie Blattoberseite und die Blätter sind gut essbar, wenn ich sehe, da hat einmal wahrscheinlich eine Spinne irgendwie eingelegt gehabt oder da ist sogar vielleicht noch ein Viecherl drinnen, weiß ich jetzt nicht, aber die Blätter sind im Grunde gut essbar, da mild. Wenn man die Pflanzen nicht komplett ausreißt, so wie das jetzt für das Video gemacht hat, dann wachsen die auch relativ schnell nach. Also man kann die fast nicht überernten. Ihr seht es, okay, also es gibt diese Grundblätter lang gestielt. So, ich lasse das da einmal fallen. Seht ihr, also die kommen direkt eben vom Rhizom raus. Dann gibt es den Stängel mit Stängelblatt, noch ein kleineres Stängelblatt und oben ist dann die Blüte. Da hinten ist meine Frau übrigens. Und da sind die Blüten noch nicht ganz offen, sondern nur im oberen Bereich. Darum schauen wir sich das jetzt noch von einer anderen Blüte an. Auch die werden essbar, da ungiftig. Sind streng vormännlich, das heißt, erst werden die männlichen Organe reif, sprich die Staubbeutel, und die können praktisch dann einen Pollen abgeben. Aber da sieht man jetzt schon, seht ihr diese ganz feinen, ausschauenden Zungen. Also das sind praktisch die weiblichen Organe, wo der Pollen drauf picken bleiben kann. Und wenn das Ganze befruchtet wird, dann bilden sie da drinnen, man könnte schon fast sagen, die Samen sind wie, oh, schaut mal, das kleine Viecherl da. So klein und trotzdem schon ein Viecherl. Ja. Bieten sie so Nüsschen und auch die kann man zum Beispiel einfach so essen, beziehungsweise im Winter, oh, das ist wirklich hübsch, das Viecherl. Das sind zwei Viecherl, schaut mal, eins rennt da hin, eins rennt, jetzt ist eins gehupft. Entschuldigung. Oder man kann die zum Beispiel dann auch im Winter auf der Fensterbank keimen, um ein junges Grün zu erwischen. Okay, in einem Aufwischer praktisch Schlangenknöterich, guckt, so schaut das Ganze aus. Wenn man ein bisschen mehr davon sieht, der kann auch wirklich große Bestände bilden. Da schaut es mal, nur ein Bestäuber, Biene. Ja. Und nochmal das Ganze zackt. Blätter und kostet den. Also wenn du den findest, die Blätter sind wirklich, wirklich gut essbar, schmecken ganz gut. Passt, das war es zum Schlangenknöterich von mir. Und da ist so eine Blutzikade, das sind die, was diese Hexenspucke, Kuckuckspeichel, jetzt ist weg, Schaumnester da basteln.